Moinsen, Videospielcode hier. Willkommen zu einer weiteren Runde 60 Seconds. Nachdem ich letztes Mal kassiert habe, leider. So, schnell Maske und Tochter schnappen. Tochter ist so fett. Nimmt drei Plätze ein. So, Karte ist auch wichtig. Ja, scheiße, das auch. Ja, komm. Irgendwas Kleines noch? Wasserdose, ja. Passt. So, wo sind die anderen überhaupt? Frau ist hier. Koffer. Koffer klingt gut. Oh, der ist zu groß. Der nimmt drei ein, oder was? Was ist das denn für ein Monster? So, wo ist unser Timmy? Timmy, was spielst du denn hier in der Küche? Was soll das? So, Zeit wird langsam auch leider eng. Ja, Spiel, Schloss. Dose, jo. Eine Waffe wäre natürlich noch was Feines. Nehmen wir das. Wollen wir jetzt nochmal schnell den Koffer. Ja, ich bin dumm. Scheiße, Radio, Radio. Oh, renn, Junge, renn! Uah. Okay. Kein Koffer, aber das Radio. Das ist eins der wichtigsten Items. Ja, wird schon. Auf jeden Fall die ganze Familie gerettet. Das ist ja schon mal wichtig. So, wie es aussieht, Essen haben wir halbwegs genug. Wasser ist ein bisschen wenig. Aber wir haben viele Spiele. So wird auch keiner verrückt. Tag 1. Wir haben es nur eine Sekunde vor der Explosion in den Bunker geschafft. Wir alle. Das war knapp. Solange wir zusammen sind, kommen wir hier unten klar. Dosensuppe sollte ja ziemlich gesund sein. Als wir die Falltür unseres Bunkers öffneten, waren einige der Regale bereits gefüllt. Ehrlich gesagt erinnern wir uns gar nicht daran, diese Vorräte eingelagert zu haben, aber wir finden auf jeden Fall Verwendung für sie. So, einmal Insektenspray gefunden. Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir werden aus Dosen essen, auf Dosen schlafen und sogar mit Dosen sprechen. Manche von uns tun das bereits. Wir haben gerade genug Wasser für alle. Wir werden es strikt rationieren müssen. Einen besser ausstattierten Bunker haben wir noch nie gesehen. Nicht, dass wir je einen anderen gesehen hätten. Aber das scheinen eine Menge Vorräte zu sein. Boah. Gut, allen geht's gut. Ja, Wasser ist tatsächlich ein bisschen grenzwertig, aber mit der Maske können wir auch anfangs, wenn es noch verstrahlt ist, nach draußen und Dinge suchen. Ein oder zwei Spiele könnten die Stimmung etwas auflockern und uns von den heutigen und morgigen Problemen ablenken. Und hey, Spielen macht Spaß. Also warum sollten wir nicht ab und an mal probieren? Ja, Spiele haben wir genug. Das passt. Tag 2. Er hat schon 3 Tage Bart. Tag 2. Wir haben, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Die ersten 3 Minuten lang hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Danach waren alle die Farbe grau leid. Mary Jane fühlt sich sicher. Wer täte das in diesem sarggroßen Bunker nicht? Den furchtbaren Umständen und uns plagenden Schwierigkeiten zum Trotz ist Timmy sehr tapfer. Heute war für Dolores ein ziemlich ruhiger Tag. Ted sagt, es gebe keinen Grund zur Sorge. Es geht ihm relativ gut. Ihr kriegt alle nichts. Und natürlich gehen wir raus, looten. Gute Nachrichten. Die Regierung hat gerade verkündet, dass sie in unserem Gebiet Kisten mit Vorräten abwerfen will. Endlich ist mal etwas zu tun. Wir sollten losziehen, um die Kisten schnellstmöglich zu erreichen. Wir sollten dabei an Schutzausrüstung denken. Okay, das geht schnell. Die Regierung ist echt fix. Gut. Aber bitte mach sie nicht kaputt. Das Dumme wäre jetzt, wenn sie kaputt ist und ich trotzdem jemanden zu der Expedition schicken müsste. Oha! Oha! Das hat sich ja direkt gelohnt. Tag 3. Die abgeworfene Kiste war nicht gerade groß, enthielt aber einige Vorräte, die uns auf jeden Fall weiterhelfen. Besonders froh waren wir über Wasserflaschen und Dosennahrung. Erst hielten wir diese für Dosenfleisch, aber dann stellten wir fest, dass es Tomatensuppe war. Wir haben die Theorie, dass Tomaten der Treibstoff dieses Landes waren und niemand einen blassen Schimmer hatte. Plus 2 beides. Das geht gut los. Das wird der Run, wo wir es schaffen. So, Mary. Also, das Ding ist, ich muss den nicht immer direkt trinken und Dosensuppe geben, wenn sie halt, wenn da steht, dass sie was brauchen. Ich kann das ein bisschen aussitzen, bevor sie draufgehen. Und ich, also, ich kenne leider nicht.
genau die, also man kann das an der Formulierung halt sehen. Und ich kenne leider nicht alle Formulierungen richtig. Aber wie es aussieht, also es liest sich so, dass hier niemand dringend Wasser braucht. Hoffe ich zumindest. Bei Mary Jane. Nee, die brauchen wir. Nee, wir sparen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen was gefunden haben, wir müssen rationieren, Leute. So. Ja, wen schicken wir raus? Komm, Ladies first. Ja, ich hab den Koffer nicht dabei. Verdammt. Gut, also nur Maske. Mach uns stolz, Mary Jane. Mach uns stolz. Seht ihr? Alle leben noch. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt. Ja, letztes Mal ist sie ja nicht zurückgekommen. Da wurde sie ja von Ray dann direkt vor der Tür irgendwie weggesnackt. So, Timmy braucht sofort Wasser. Jo. Jo. Und ja, guck mal, alle brauchen jetzt nämlich erst Wasser, sonst sind sie tot. Aber so konnte ich natürlich einen Tag sparen. Und Mary Jane, wenn die weg ist, brauchst du nichts. Wir können nicht schlafen. Es ist furchtbar. Wir hatten Schlafprobleme, seit wir hier unten sind, aber jetzt wird es immer schlimmer. Wenn wir dafür keine Lösung finden, haben wir keine Kraft mehr, mit anderen Herausforderungen fertig zu werden, die uns auf der anderen Seite dieser dünnen Falltür erwarten. Also selbst wenn ich das Medikit hätte, würde ich es nicht für so eine Scheiße ausgeben. Komm, Leute. So ein paar Schlafprobleme, das ist doch noch nicht so schlimm. Ich meine, ihr macht ja auch nichts. Wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Ohne Erfolg. Wir sind nur noch müder als vorher. Und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Ist das ein böses Omen? Naja. Hoffen wir mal, dass unser Gähnen wenigstens Räuber abschreckt und uns vor der Strahlenkrankheit bewahrt. Timmy ist ein wahrer Pfadfinder. Er macht das Beste aus der Situation und wirkt sogar fröhlich. Ja. Keiner braucht was, das freut mich. Ihr Wahnsinnigen, ihr habt es in die Luft gejagt. Ach, fahrt zur Hölle. Alle. Das hätten wir unseren Nachbarn gern sagen sollen, als sie im letzten Frühling ihren Grill in die Luft gejagt haben. Das waren gute Zeiten, auch wenn sie ein leckeres Barbecue ruiniert haben. So, ich hoffe, jetzt werden die nicht krank aufgrund von Schlafmangel. Das wäre nämlich richtig bitter. Tag 6. In Erinnerungen schwelgen oder nicht. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren und die vor uns liegende Wirklichkeit in den Griff bekommen. Timmy scheint jetzt einigermaßen gut zu gehen. Jo, er braucht nix. Die fühlt sich wohl. Und Ted plagen keine... Ja, guck mal. Allen geht's blenden. Wir haben an einer der Wände seltsame Pilze entdeckt. Oh mein Gott. Nahrungsknappheit ist nicht lustig. Vielleicht sollten wir uns also ein oder zwei Happen gönnen. Was soll schon Schlimmes passieren? Radioaktive Pilze? Nope. Wir haben genug Essen, Leute. Darüber können wir reden, wenn wir nur noch eine Dosensuppe haben. Und Mary Jane ist wieder da. Ja, moin. So, Maske ist noch heile. Perfekt. Und was hast du noch? Wir mögen Hunger haben, aber manche Dinge werden wir niemals essen. Wandpilze gehören dazu. Mary Janes Rückkehr von der Oberfläche in den Bunker hat uns überglücklich gemacht. Die örtliche Schule ist ein großes, etwa eine Meile von unserem Haus entferntes Gebäude. Niemand konnte diesen Ort leiden. Die Atomexplosion hat nichts daran geändert. Ohne Fenster und mit nur wenigen noch stehenden Mauern sieht es dort sogar noch hässlicher aus. Unabhängig davon bot sich der Ort für die Suche nach nützlichen Dingen an. Alle himmelten die Frau an der Essensausgabe an. Sie war fast 80 und alles, was sie anfasste, schmeckte fantastisch und roch nach Tomate. Nun kennen wir ihr Geheimnis. Tomatensuppe in Dosen. Eine Tomatensuppe. Im Biologieraum gab es ein Aquarium. Die Fische waren verhungert, weil sie niemand gefüttert hatte, aber das Wasser war vielleicht noch trinkbar und reichte, um einige Flaschen zu füllen. Wasser mit toten Fischen, ja geil. Die örtliche Pfadfindergruppe hatte im Schulkeller ihren eigenen Raum. Dort fanden wir kistenweise Pfadfinder-Handbücher. Vielleicht bereiteten sie sich auf die Apokalypse vor? Wie dem auch sei, wir haben ein Exemplar mitgenommen. Ja, geil. Ja, die hatte richtig was mitgebracht. So, Mary Jane hat ein bisschen Hunger, aber ein bisschen Hunger ist nicht. Sie stirbt, also kriegt sie nichts. Timmy ist sehr hungrig. Er kriegt auch nichts. Oh Gott, wenn die jetzt draufgehen. Obwohl, ich könnte noch geben, ne?
Ja, komm, Mary Jane muss sich erholen, sonst kann ich die nie wieder losschicken. Timmy auch. Also Ted braucht unbedingt Wasser, sondern die Kinder kriegen wir zum Anken. Und natürlich gehen wir los. Mit der Maske. So, wir können weiter hier in diesem winzigen Bunker hocken oder wir können anfangen zu überlegen, wie wir möglichst weit von diesen radioaktiven Ödlern wegkommen. Wer hätte gedacht, dass die Roten so ein schönes Viertel zerstören würden? Wir könnten das auf eigene Faust schaffen. Also das Wegkommen, nicht das Zerstören. Wie auch immer, da draußen könnte jemand sein, der uns helfen kann. Wir sollten Augen und Ohren offen halten. Radio einschalten ist immer eine gute Idee. Tag 8. Wir wussten es. Die Regierung wurde nicht gestürzt und sie kommen zu unserer Rettung. Sie haben kein genaues Datum in ihrer Radioübertragung genannt, aber wir sind sicher, sie werden uns nicht lange warten lassen. Sie haben gesagt, dass sie in ein paar Tagen Kontakt aufnehmen und wir weitere Anweisungen abwarten sollen. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Timmy braucht sofort Wasser. Timmy kriegt auch sofort Wasser. So, Dolores möchte auch was trinken. Ihr beide, ihr hattet schon genug Essen in eurem Leben. Ihr könnt auch mal einen Tag ohne. Und Timmy schicken wir direkt raus. Natürlich mit Maske. Viel Erfolg, Timmy. Mach uns stolz. Mach es wie deine Schwester. Da klopft jemand. Oder ist es nicht Timmy? Tag 9. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Achso. Wasser für Mary Jane zu besorgen klingt nach einer guten Idee. Ja, die kann noch. Ja, keine braucht irgendwas. Finde ich gut. Was ist das für ein Geräusch? Ein galoppierendes Pferd? Wir eilten zur Falltür und wurden von zwei Männern gegrüßt, die gekleidet waren, als kämen sie von einem Mittelaltermarkt. Wir identifizierten die Geräuschquelle. Einer hielt zwei Steine und schlug sie fortwährend gegeneinander, während der andere hüpfte und so tat, als sei er ein Reiter. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach irgendeinem alten Becher, hätten sich aber verlaufen und wären uns äußerst dankbar, wenn sie einen Blick auf unsere Karte werfen. Risiko. Das ist jetzt Risiko, glaube ich. Also erstmal sind das irgendwie zwei Freaks. Die sind einfach durchgeknallt in der Apokalypse und die wollen scheiß alten Becher finden, was? Und wenn sie jetzt die Karte kriegen, vielleicht machen sie die kaputt. Nee, sorry Leute, ihr habt irgendwie einen Schuss weg. Ich krieg keine Karte, die brauche ich noch. Tag 10. Wir sind in ein lautes Gelächter ausgebrochen, was unsere Gäste übel nahmen. Sie rannten davon und schrien dabei, dass unsere Ahnen Nagetiere gewesen seien und wie Waldfrüchte gerochen hätten. Wie unhöflich. Mary Jane braucht unbedingt etwas. Voilà. Ja, kriegt sie. Komm, Ted und Mary Jane kriegen was. Hier unten zu sein, hier unten zu leben, ist hart. Wir müssen das Beste daraus machen, sonst landen wir vielleicht in einem noch größeren Schlammmassel. Nein! Nein, Ted ist krank. Warum? Oh mein Gott. Warum das denn? Tag 11. Wir tun unser Bestes, um Ruhe zu bewahren. Unsere Lage ist alles andere als normal und vielleicht gewöhnen wir uns nie daran. Wir hoffen, dass bald die zugesagte Hilfe kommt. So, Mary Jane hat kaum noch Kraft. Wenn sie heute nichts isst, wird sie morgen nicht erleben. Dolo, ach, die ist auch krank geworden. Oh, die ist krank. Das war das Omen wegen dem Schlafmangel. Ah. Ah, verdammt. Aber ich konnte ja nichts tun. Ich konnte nichts tun. Oh mein Gott. Was wollte Ted nochmal? Ist. Oh. Puh. Es fing so gut an. Und jetzt ist es schon so kritisch. Timmy, du musst Medipack mitbringen. Bitte.
Wir verlieren langsam die Geduld. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, draußen kurz nachzusehen, ob es irgendwo Probleme gibt. Wir wollten gerade den Bunker verlassen, da blitzte ein paar Tieraugen in der Dunkelheit auf und der Besitzer knurrte ganz fürchterlich. Und es blieben nur wenige Sekunden, um zu handeln. Spray and pray. Timmy kommt auch nicht wieder. Insektenspray hat bisher noch jeder Mutantenmücke den Chaos gemacht und bei potenziell gefährlichen Schattenwesen wirkt es genauso gut. Es hat uns nie wieder gestört. Aber Spray ist weg, oder? Oh, alle sind hungrig, aber keiner braucht's. Wir träumten immer von einem deutlich besseren Leben. Das war vor den Bomben. Jetzt wissen wir, das Leben könnte deutlich besser sein. In gewisser Weise hat sich gar nicht so viel verändert. Oh, das Insektenspray ist sogar noch da. Geil. Und Timmy kommt nicht wieder. Oh, scheiße. Die gehen nicht alle drauf. Tag 13. Unsere heutigen Taten formen unsere Zukunft. Also gehen wir es richtig an. Oh, Mary Jane will mal beides haben. Er kriegt sie jetzt auch mal. Wir haben uns schon fast an den Husten gewöhnt. Die Ventilatoren drehen sich nicht mehr. Anscheinend weht keine frische Luft mehr durch den Bunker. Wir müssen die Belüftung reparieren, bevor wir wie Ratten ersticken, die von einem professionellen, extrem grausamen Rattenfänger gefangen wurden. Ich meine, ich hoffe, das steht im Boy Scout, wie das geht. Timmy! Hat kein Medipack mitgebracht. Oh mein Gott. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ölland zurück und unsicher bei uns. Die Polizeiwache stand noch und wir haben einige noch lebende Polizisten entdeckt. Nun ja, so hatten wir sie nicht in Erinnerung, doch sie tragen alle Uniformen und Marken, also müssen sie so etwas wie Ersatzpolizisten sein. Das Gebäude war zum größten Teil zerstört, aber sie haben das Beste daraus gemacht und im Keller ihren Dienstbetrieb aufgenommen. Auf einige Wände haben sie sogar Durchhalteparolen gepinselt. Die neue Ordnung oder die Welt gehört uns. Unsere Anwesenheit machte die Polizisten ziemlich nervös. Nach einem kurzen Gespräch gaben sie uns etwas Nahrung und die Anweisung zu verschwinden und mit niemandem über das zu sprechen, was wir gesehen haben. Wir haben eine Dosensuppe bekommen. Sie verfügten über einen großen Wasservorrat. Sie verhielten sich sehr nervös und erklärten sich auf Nachfrage sofort zum Teilen bereit. Dann begannen sie alle Sport zu treiben. Plus ein Wasser. Plötzlich begannen sich die Polizisten darüber zu streiten, wie die Weltherrschaft zu erlangen wäre. Es war wirklich seltsam und ging darum, dass sie die Feuerwehrleute nicht ohne genug Feuerkraft angreifen könnten. Sie schleuderten sogar ein Gewehr durchs Fenster, da es ja ohne Munition nutzlos sei. Wir sahen das anders und nahmen das Gewehr mit, als wir abzogen. Ein Gewehr. Direkt vor der Wache lag ein Magazin. Munition. Mann, so perfekt ausgestattet dieser Bunker. Bis auf das Medikit. Und das ist das, was ich brauche. Das ist so dumm. Das ist so belastend. So, Timmy kriegt was zu essen. Und die Mutter will was trinken. Ah, scheiße. Wir hatten gedacht, Telefongespräche würden der Vergangenheit angehören, nachdem unser Städtchen von den Atombomben ausgelöscht wurde. Aber eine Telefonzelle in unserer Straße hat den Einschlag wohl überstanden und jetzt klingelt sie. Wir sollten jemanden hinschicken, um ranzugehen. Ja, komm. Dolores, geh einfach. Wenn du drauf gehst, ist nicht so schlimm. Du stirbst, glaube ich, eh bald. Tag 15. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss ihnen passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Mary Jane ist ziemlich hungrig, Timmy ist sehr hungrig. Dolores, ja, alle haben ein bisschen Hunger, aber müssen nicht.
Das Ding ist halt, wenn Dolores stirbt, ist traurig, nicht cool, aber es wäre verkraftbar. Wenn Ted stirbt, habe ich einfach direkt verloren. Weil das der Charakter ist, den ich halt spiele. Man muss immer einen Elternteil dann aussuchen und spielen. So, schicken wir einfach mal Dolores raus, würde ich sagen. Wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Jo, macht Radio an. Radio immer an, da kann nichts passieren. Tag 16. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Es sollte jetzt viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Jeder muss ab und an was trinken. Ja, Mary Jane bekommt Wasser. Timmy bekommt Wasser. Und Ted bekommt Wasser. Und Dolores geht jetzt looten im Leben. Und sie kriegt mit. Ja, keine Ahnung, die Maske brauchen sie ja nicht mehr. Hat die Karte darf nicht kaputt gehen und der Rest ist irgendwie Unsinn. Ja, bestimmt geht sie mit dem Radio raus. Bestimmt. Die kriegt einfach nichts mit. Als ob ich dir das Radio gebe. Das wird eng für Ted. Das wird richtig, richtig eng. Ted braucht etwas zu essen, der Rest kann. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lotterigen Sack über die Schulter geworfen. Er machte uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und den Inhalt bekommen. Wir können nicht sehen, was drin steckt, und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, uns dem mysteriösen Sack zu nähern. Sollten wir in den Handel eingehen? Ich hoffe, er hat Medikit da drin. Genug Essen haben wir. Eine Katze. Okay. Tag 18. Nachdem sich die Falltür hinter dem Händler schloss, begann sich der Sack wild zu schütteln und gab schreckliche Laute von sich. Vor Angst wichen wir an die Wand zurück. Als die Bestie letztendlich aus ihrem Gefängnis entkam, stellte sich heraus, dass es sich um einen missgestimmten Hauskater handelte. Der Kater blickte uns bedrohlich an und setzte sich in eine Ecke, um sich zu putzen. Auf seinem Halsband steht Schikarov. Ist das sein Name? Scharikov. Mary Jane ist ziemlich hungrig, alle sind hungrig, aber kriegen nichts. Obwohl Timmy ist sehr hungrig. Na komm, Timmy. Muss noch groß und stark werden. Ihr Wahnsinnigen. Achso, ihr habt das in Luft gejagt. Ja gut, das hatten wir schon. Mary Jane. Dolores, komm schnell wieder mit dem Medikit. Oh, hab ich nicht süße Katze. So, ich kann sogar Dinge anklicken. Okay, ich kann irgendwas markieren auf der Karte. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Tag 19. Unsere heutigen Taten formen unsere Zukunft, also gehen wir es richtig an. Mary Jane ist ziemlich hungrig und sehr durstig. Mary Jane kriegt was zu trinken. Und die ist immer hungrig. Die hält aber auch nicht durch. Oh, die Kinder kriegen was zu trinken. Erst war alles okay. Okay, das gebe ich einfach aus Versehen. Ihr könnt das ja nochmal pausieren und lesen. Tag 20. Wir haben mit dem Streiten aufgehört, aber für wie lange? Ted braucht sofort etwas zu trinken. Oh? Die anderen nicht. Nö. Wir erschreckten uns heute etwas, als unsere Karte plötzlich von der Wand fiel. Ob unser Bunker verflucht ist,
Als sie herunterfiel, offenbarte sie eine Art Safe in der Wand. Wir erinnern uns nicht, ein Safe eingebaut zu haben, aber wir können ihn vielleicht aufbrechen. Theoretisch haben wir ja alle Zeit der Welt. Sollen wir es versuchen? Bitte, Medikit. Und verletzt euch nicht oder tötet euch nicht oder so. Gut. Und ich würde sagen, was dabei herauskam, sehen wir im nächsten Part. Bis denn.